Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von No Man's Sky, das PlayStation 4 exklusive Game von Hello Games. Ja, und letztes Mal haben wir hier begonnen, den Planeten zu erforschen. Der Planet heißt, ihr seht es unten links. Was muss ich drücken hier, um das nochmal zu sehen? Genau, Pophalaptian. So heißt der Planet. Ich könnte ihn jetzt umbenennen. Und wisst ihr was, Leute? Ich werde ihn jetzt auch gleich mal umbenennen. Das ist jetzt. Das ist der Todesstern. Todesstern XL. Ah, ich will ihn noch umbenennen. Nein! Tja. Ich will ihn doch umbenennen. Ich kann ihn nicht mehr umbenennen. Er ist schon hochgeladen. Es tut mir leid, Leute. Ja gut, wenigstens heißt er nicht Todesstern. Ja. Der Todesstern ist das jetzt. Jetzt können wir uns hier den Namen ziemlich gut merken. Sorry an alle Star Wars Fans, dass ich den Todesstern hier beschäme. Ja, das Vieh hier. Ja, ich will es jetzt nicht umbenennen. Lassen wir es mal so, wie es ist. Und das laden wir auch mal hoch. So, weiter geht's. Auf der Suche nach Eisen sind wir hier nämlich, um diese komischen Stahlplatten zu bauen, die wir wiederum brauchen, um unser Raumschiff zu reparieren. Um von diesem Planeten namens Todesstern zu entkommen. Ja, starre, kann ich schon hier was machen? Okay, ich kann schon eine Karitplatte herstellen, so wie es ausschaut, aber wir schnappen uns hier jetzt mal eine ganze Menge Eisen, wenn ihr mich fragt, denn Eisen ist offenbar nicht so einfach zu finden, zumindest habe ich jetzt doch ein bisschen gesucht. Und es gibt auch nicht so viel Eisen jetzt hier, aber ist ja gleich abgebaut. Noch ein paar Mal hier, ich glaube eine Runde noch und dann ist es komplett weg. Und dann können wir mal diese Platten bauen. Puh, da hat es nochmal. Wow, okay. Wenn man es ganz abbaut, Leute, gibt es einen riesigen Boost, wie ich es gerade gesehen habe. Das waren so um die 100 Eisenbrocken für mich. Und da analysieren wir gleich nochmal das nächste. Ach, wer hat sich diese Namen einfallen lassen? Ich glaube, die werden auch generiert, denn. Ansonsten muss ich mal bei Hello Games anrufen und fragen, was die Praktikanten hier verzapft haben. Okay, hier kann man nichts plündern bei dieser Pflanze. Die war nur zum Erforschen gedacht. Gibt's hier noch was? Ach ja, hier gibt's auch noch was. Ja, das Ding hier ist. Gibt uns Kohlenstoff. Wollen wir aber jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Hier ist noch was zum Analysieren. Gibt's auch nochmal Eisen. Ich glaube, nur von Eisen haben wir jetzt erstmal genug. Kann man das auch hier? Das haben wir schon. Ja, es ist ein bisschen, was ein bisschen schwierig ist, für mich zumindest, herauszufinden, was wir denn jetzt schon analysiert haben und was nicht. Das Vieh offenbar noch nicht, deswegen muss es jetzt sterben. Als Bestrafung. Ach, es tut mir so leid. Kann ich noch mehr kaputt machen hier? Ich brauche mehr Fleisch. Nee. Geht nicht. Ich kann es nur irgendwie vielleicht vom Rand des Planeten runterschubsen, aber dann auch wieder nicht, würde ich sagen. Ah, da gibt es irgend so ein Auge. Was will das Auge hier von mir? Was will mir das Auge sagen? Dass da vorne irgendwas Blattriges liegt. Das gucken wir uns doch gleich mal an, was das hier ist. Könnte es vielleicht bedeuten, dass ich das hier analysieren kann? Nee. Zink. Ja, okay, Zink nehme ich doch gleich mal mit. So. Ich meine, vermutlich könnte ich jetzt schon
die Platten herstellen, aber will ich das überhaupt? Falscher Knopf. Gucken wir mal. Also ich kann so eine Platte herstellen. Eine. Noch eine. Ah, noch eine. Und vermutlich kann ich jetzt im Raumschiff auch schon irgendwas reparieren. Ach so, ich kann das auch von hier direkt machen. Ich muss gar nicht ins Raumschiff rein. Das kann ich auf jeden Fall schon mal reparieren. Dann machen wir das gleich mal. Und das muss hier, also das ist jetzt mal die Startschubdüse, damit wir hier überhaupt landen und starten könnten. Und das ist noch der Impulsantrieb, damit wir offenbar durch die lokalen Systeme springen können. Und jetzt brauchen wir nochmal diese komischen Platten, also zwei Stück nochmal. Ach, guck mal, ich habe schon irgendwas gefunden. Fessuri, bla bla, irgendwas hier, das haben wir hier. Aber wieso? Ist das irgendwas Spezielles offenbar? Ich will es nicht umbenennen. Einfach nur hochladen mit dem Zeugs. Aber ich frage mich nur gerade, was sich das bringt, wenn ich es jetzt hochlade. Ob es andere Spieler auch sehen, das ist jetzt hier die große Frage. Auf jeden Fall gibt es eine Menge Units und die werden wir sicher noch brauchen. Splashbrocken. Na, ist das nicht ein cooler Name? So ein Splashbrocken. Das hat sich echt gelohnt, den so zu nennen. Dann muss ich genau was umbenennen hier. So, ein bisschen Eisen noch, denn Eisen ist immer gut, habe ich gesehen. Und vor allem, wenn wir es komplett abbauen, gibt es nochmal eine Bonusladung, wie wir es vorhin gesehen haben. Genau, hier jetzt nicht so viel wie beim großen Brocken, aber auf jeden Fall auch mehr als genug. Und eigentlich wollte ich jetzt hier nochmal diese Platten bauen. Zwei Stück brauchen wir insgesamt. Und finden, das Einzige, was ich ein bisschen strange finde, ist, dass man sie. Ach so, ja, man kann sie stapeln. Offenbar kann man sie doch stapeln. Also, was brauche ich hier für den nächsten Part? Hier brauche ich auch noch Iridium. Ja, Iridium bin ich doch vorhin vorbeigelaufen. Das ist natürlich blöd, dass ich hier vorbeigelaufen bin am Iridium. Aber. Ups. Eisen haben wir hier nochmal. Ich will. Das stört mich echt tierisch, dass ich hier. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob es irgendwelche. Ach, Leute, ich muss mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Wollte eigentlich gucken, ob es hier noch irgendwas gibt für mich. Blitzwerfer will ich nicht. Das will ich auch nicht. Das will doch keiner. Ach so, ist das. Das ist. Ah, okay. Alles. Kann ich das irgendwie upgraden? Ich will was upgraden, Leute. Ich will irgendwas upgraden. Gibt's nicht, spielt's nicht. Gefahrenschutz haben wir alles voll. Das werden wir nochmal aufladen. Das. Aber ich will das. Technologien. Ausdauersteigerung. Der Nutzer kann über längere Zeiträume rennen. Das System enthält einen Schmerzfreund. Ja, aber das würde mir doch dann einen Inventarplatz wegnehmen. Gehe ich mal davon aus. Und momentan ist er ziemlich rar gesät. Und der hat Inventarplatz. So, wo ist jetzt? Ah, das glaube ich, habe ich noch nicht gescannt. Oder? Ups. Doch, habe ich gescannt. Eisen, Eisen, Eisen. Überall Eisen. Das kenne ich noch nicht. Doch, kenne ich. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen das Problem, dass man nicht weiß, was man gescannt hat und was man noch nicht gescannt hat.
Also entweder. Oder sind das diese Dinge, die hier so aufleuchten? Denn das habe ich definitiv noch nicht gescannt, oder? Dieses Zeugs hier. Naja, das kann ich auch nicht scannen. Toll. Naja, so. Ich weiß es leider nicht. Ich weiß nicht. Was ich gescannt habe und was nicht. Was ist denn das für ein Zeichen unten? So, ich brauche dieses komische irgendwas Zeugs. Oh, Tamium 9, das braucht man doch auch für irgendwas, habe ich vorhin gesehen. Das ist offenbar auch ziemlich wichtig, das Zeugs. Ich glaube, um später abzuheben. Ups, das sollten wir vielleicht. Naja. Bisschen uneben gerade das Ganze. So, ich vergesse immer, dass ich hier ja so eine Art Jetpack habe. Upsi. Okay. Es gibt Fallschaden, Leute. Und der ist ziemlich brutal. Das habe ich noch nicht. Takelium, irgendwas. Miprisib, Zungenbrecher hoch 10. Was sind das für ein Pilzdingsbums da? Das leuchtet auch so schön auf. Sagt, scanne mich, scanne mich. Aber es ist. Nee. Komisch. Ah, doch, Stein. Das geht mir so ein bisschen am Nerv, dass ich echt nicht weiß. Ich würde wirklich gerne alles scannen. Ich würde aber das auch gerne so sehen, was ich noch scannen muss. Das stört mich jetzt ein wenig. Oh, da unten ist ein Fragezeichen. Da gehen wir doch glatt mal hin. Unbekannter Planet? Fragezeichen. Das ist doch etwas, was jeder mal im Leben tun sollte. Sieht mir fast so aus, als wäre das so eine Art Camp. Ich camp mal ein paar Außerirdische. Ja. Schon verstanden. Lussameit. Na bitte. Was ich hier alles entdecke, Leute. Jetzt wäre es natürlich interessant. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass diese Fauna hier auf jedem Planeten anders ist. Also das hier muss doch schon mal jemand auf seinem Planeten gesehen haben. Das kann ja dort auf den anderen Planeten. Uhohohoho, was denn das hier? Was Böses. Das kann ja nicht auf einem anderen Planeten anders heißen. Das wäre ja total schwachsinnig. Naja. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß es einer von euch. Ich weiß es wirklich nicht. Kann man das scannen hier? Nee. So, da unten ist ja hier schon irgendwas. Ich habe nur ein bisschen Angst, den Rückweg wiederzufinden zu meinem Schiff. Das könnte unter anderem vielleicht ein bisschen. Das sind aber neue Kreaturen. Die böse sind. Alter, wachsen Alpha. Das will mich angreifen. Das muss ich zerstören. Nee, nee. Das wollte mich angreifen. Ich hab's genau gesehen. Oh, das droppt ja Heridium. Da ist das nicht schön. Heridium ist genau das, was wir brauchen. Komm her, du. Na komm zu Papi. Nein, 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 nein. Du kannst nicht weglaufen. Mit deinem köstlichen Iridium. Och, das ist ein kleines Baby, oder? Was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Ding? Das ist doch was anderes.
Ist doch was anderes. Komm her. Ach, es läuft davon. Oh mein Gott. Das ist ja schneller als Speedy Gonzales. Nee. Ach, ein Kleinkind. Nee. Dem tue ich nichts. Was ist. Naja. Komisches Getier. Aber was ist das hier? Verdammt nochmal. So. Ja. Wo ist denn dieses Fra Ach so, hier. Da ist das Fragezeichen. Nee, das. Nee, hier sind zwei Fragezeichen. Denken wir doch gerade. Das kann doch nicht sein. Das habe ich noch nicht gescannt, das weiß ich. Das sage ich doch. Tacho, irgendwas. Nilangusi. Ebenen von Seoul habe ich. Sind unentdeckt. Unentdeckte Ebenen. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Sicher was ganz, ganz Böses. Na kommt schon. Das will ich. Offervari. Der ist zugänglich, ist er. Naja, dann. Den will ich jetzt nicht töten. Denn ich habe Angst, dass er mich tötet. Ah, speichern kann man hier. Ebenen von Seoul ist ein ziemlich verrückter Name, wenn ihr mich fragt. Das könnte man leicht missverstehen. So. Ja, ich muss mich noch ein bisschen an die Steuerung hier gewöhnen, denn ist wirklich nicht so einfach, Leute, die Steuerung. Also, wenn man es ein bisschen länger spielt, ist sicher easy, damit umzugehen. Aber gerade hier so am Anfang ist es nicht so einfach. Überbrückungschip nötig, den habe ich nicht. Aber kann ich sicher bauen, oder? Kann ich sie. Ja, genau das meine ich. Kann ich sicher bauen, sondern über. Na, da guck doch mal. Plutonium und Eisen, na, das bauen wir doch gleich mal. Meine Frage ist, was bringt uns das? Den habe ich doch gerade gebaut. Das ist doch ein Überbrückungschip. Ein Überbrückungschip. Muss ich den vielleicht ins Raumschiff legen? Raumschiff nicht in Reichweite, na, du bist meiner. Strange. Naja. Komisch. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Verdammt, Leute. Jedes Mal. Die werden wir hier gleich mal aufladen. Ach, Leute, jetzt sehe ich es doch gerade erst. Ich habe diesen komischen Chip im Raumschiff platziert. Den muss ich doch hier bauen. Okay. Na gut, jetzt aber. So, was passiert jetzt? Wellenlänge für Unterschlupf, Markierungs, Aufspürung, Online-Kennung für lokale Übertragungswelle. Bitte bevorzugte Destination wählen. Monolith? Kolonialer Aus. Ja, machen wir mal Monolith. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Suche nach uralten außerirdischen Artefakten. Oh, außerirdische Artefakte. Hört sich doch sehr, sehr interessant an. So, jetzt frage ich mich nur gerade. Das kann ich nur. Ah ja. Ja, ich habe schon alles entdeckt, ich weiß. Ach, warum haben sie das Laufen auf R3 gelegt? Das verstehe ich wirklich nicht. Das macht doch gar keinen Sinn. Wer legt das Laufen auf R3? Ach, Leute.
So, ich hole mir mal dieses. Uff, ich habe so Angst vor diesem Getier hier. Das macht mir schon ein bisschen Gänsehaut. Das holen wir sich noch so, dieses Zeugs. Ich glaube, ich habe es verärgert mit meinem. Leute, Leute. Das war ein Sprung. Ja, das habe ich sicher noch nicht, das Zeugs hier. Doch, habe ich. Aber es gibt hier was. Platin. Uff, also ich sag nur mal vorab, man kann extremst viel Zeit auf einem einzigen Planeten hier verbringen, wie mir scheint. Da, ich entdecke hier wirklich alles. Also Leute, wenn ihr das Spiel startet, wundert euch nicht, dass alles von mir entdeckt wurde bereits. Ich entdecke euch hier alles weg. Sorry dafür. Aber ich bin mir sicher, dass mehr als genug für jeden da ist zum Entdecken. Da hinten in 2 Minuten. Das ist tatsächlich die. Ja. Das dürfte tatsächlich die Zeit sein, die ich dahin benötige. In realer Zeit, wenn ich da straight hingehe. Ohne Pause. Ah, da ist wieder was Neues zum Scannen. Das sehe ich doch sofort. Ja. Zigaria, Iron, irgendwas. Das sind Namen, Leute. Und hast du auch was für mich? Uff, was ist denn das? Kohlenstoff brauche ich nicht. Eisen brauche ich auch nicht. Das ist auch neu, das ist auch neu. Und da liegt ein Kokowai. Pokémon lässt grüßen. Kann ich das nehmen? Kann ich es zerstören? Nö. Da liegt was. Zink. Also die gelben Sachen sind Oxid. Das sind so offenbar die Steine. Also Zink, Eisen, Aluminium, glaube ich, war auch dabei. Das habe ich schon entdeckt. Jetzt ist halt die Frage. Oh, die Tarn. Die Tarn ist sicher selten. Das wäre. Ah, ich meine, ja, komm. So, was werfen wir dann rüber? Aluminium brauchen wir nicht. Und Platin brauchen wir auch nicht. Und Eisen brauchen wir auch nicht. Dann nehmen wir uns das Titan. Was ist mit dem anderen Titan passiert, das ich nicht aufheben konnte? Wurde zerstört. Offensichtlich. Ah, da hinten ist auch noch irgendein komisches Zeichen. Warte, stand doch gerade irgendwas. Ach so, das ist mein Unterschlupf. Xithianit. Xithianit. Ja, hier komme ich hier, kann ich mich hier durchbuddeln. Das ist ja das. Ah, oh, Mann, hier gibt es so viel, Leute. Was habe ich mir nur angetan hier? Flieg. Flieg. Komme ich hier hoch? Wie hoch kann ich denn mit diesem Jetpack fliegen? Ja, nicht hoch genug. Deshalb muss ich mich hier bahnen. Und ich habe wirklich. Oh mein Gott. Ich habe wirklich null Plan, wie ich den Weg hier wieder zurückfinden soll. Uff, das kenne ich noch nicht hier. Oh doch, kenne ich doch. Gesundheit auf Maximum.
Da wollen wir nicht runterfallen. Da gibt es noch irgendein Zeugs. Ist er schon gescannt? Ist schon gescannt. Also das hätten sie auf jeden Fall ein bisschen anders machen sollen, meiner Meinung nach. Dass man irgendwie sehen kann, was denn schon gescannt wurde und was nicht. Denn ehrlich gesagt möchte ich nicht bei jedem Zeugs hier 10.000 Mal den Scanner benutzen müssen, um dann letztendlich herauszufinden, dass das schon gescannt wurde von mir. Aber wir sind erst am Anfang, das heißt, vielleicht gibt es ja irgendein Tool, das das für uns macht. So, und jetzt sind wir auch hier beim Alien-Artefakt. Tripuran. Ich zucke, als ich nach der wunderschönen Steinmarkierung greife. Mein Verstand füllt sich mit dem tödlichen Wissen der wahren Geschichte, der Gag. Wir sind die Herren der Galaxien. Die Herrscher des Kosmos. Jeder Feind wird sich dem allmächtigen Gag großreich auf Knien unterwerfen. Wir sind die erstgebrüteten, schau auf unsere Werke und verzweifle. Da bitten wir doch gleich mal um Hilfe her. Mein Wissen über die Gag wächst. Du hast das Gag-Wort für geben gelernt. Interessant. Also Gag dürfte offenbar eine Spezies sein. Upsi. Und weil es gerade so schön war und ich jetzt gerade wieder was analysiere, mache ich hier mal einen kleinen Cut, liebe Leute. Aber seid euch gewiss, dass es bald weitergeht mit dem nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und bis dahin wünsche ich euch was. Tschüss.